Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Sehr geehrte Frau Stawiski, mein Name ist Jana Stern, ich bin 40 Jahre alt und lebe in diesem Gebäude. 6 Stockwerke über Ihnen allerdings, in einer der Penthouse-Wohnungen, um die Sie und Ihr Mann sich seinerzeit vergeblich bemüht hatten. Als Architektin war ich an der Planung dieses Kolosses beteiligt und konnte mich entscheiden, als noch alles zu haben war. Doch ich schreibe nicht, um Ihnen meine Wohnung anzubieten. Ich schreibe, um Ihnen etwas wegzunehmen. Ich wusste nicht, wie Sie aussehen, wie Sie sind. In einem Haus mit über 600 Wohnungen ist es ja ein Zufall, wenn man jemanden kennenlernt. Doch kürzlich nach Ihrem so spektakulär gewonnenen Prozess durfte ich Sie in den Fernsehnachrichten bewundern. Kompliment, Sie sind nicht nur eine außerordentlich gescheite, sondern trotz Ihrer 55 Jahre auch ungewöhnlich attraktive Frau. Das macht alles leichter. Natürlich hätte ich Sie auch anrufen und um ein persönliches Treffen bitten können. Ihre Telefonnummer habe ich längst. Vielleicht unten in der Lobby, in einer der Gesprächskojen, mein Design übrigens. Oder in dem kleinen Restaurant auf der anderen Straßenseite. Das gebietet in einem solchen Fall wohl die Höflichkeit. Doch wer mutet sich sowas schon freiwillig zu? Und dann sagte ich mir, schick ihr doch einfach ein Fax. Sie ist Anwältin. Und so wie sie auftritt, wie sie redet, zieht sie es sicher vor, so präzise wie möglich über die Tatsachen informiert zu werden. Und mathematisch gesehen sind diese Tatsachen eigentlich nur zwei. Erstens, ich liebe ihren Mann. Ich liebe ihren Mann? Zweitens? Ihr Mann liebt mich. Ihr Mann liebt mich. Natürlich hätte er Ihnen das mitteilen müssen. Er sagte, er habe immer wieder einen Anlauf genommen, doch entweder waren Sie am Wochenende mit Ihren Akten beschäftigt oder es kamen Gäste oder er brachte es einfach nicht übers Herz. Männer. Und darum tue das nun ich. Liebe Helen, so darf ich Sie doch nennen, trotz aller Schmerzen, die ich Ihnen bereite, muss ich Sie bitten, Ihren Mann freizugeben. Wir lieben uns, Helen. Seit jenem Abend vor 3 Monaten, als wir zusammen in einem der Aufzüge stecken blieben. Nur 5 Minuten lang. Doch diese haben genügt, dass wir uns hoffnungslos ineinander verliebt haben. Dabei weiß ich bis heute nicht, was ich eigentlich an ihm finde. Breite Schultern gewiss, und dafür hatte ich von jeher eine Schwäche. Aber sonst, ein Kerl mit Bauch. Also noch vor 3 Monaten hätte ich geschworen, dass mir das nie passieren kann. Ich glaube, dass es sein Humor ist. Wie viele Männer gibt es, die einen zum Lachen bringen? Als damals der Aufzug stecken blieb, wissen Sie, was er da sagte? Drücken Sie jetzt um Himmels Willen nicht die Notruftaste. Dieses Rendezvous hat mich eine Menge Bestechungsgeld gekostet. Welche Frau könnte da widerstehen? Und darum, liebe Helen, bitte ich Sie von ganzem Herzen, mir das Leid zu vergeben, das ich Ihnen hier zufügen muss. Lassen Sie uns die Sache rasch und diskret hinter uns bringen. Geben Sie ihn frei. Geehrte Jana Stern, Ihr gestriges Fax habe ich erhalten. Und da es ausnahmsweise ein ruhiger Abend war, konnte ich meinen Mann auch gleich um Auskunft bitten. Er leugnet nicht, Sie zu kennen und erinnerte mich daran, dass er selbst mir von jenem unfreiwilligen Aufenthalt im Aufzug erzählt hatte. Allerdings seien Sie dabei nicht allein gewesen. Nach seiner Erinnerung waren bei dieser Panne mindestens ein 50 Personen mit im Lift. Da er Ihnen danach immer wieder in der Lobby begegnet ist, was für ein Zufall, nicht wahr, hat er schließlich Ihre Einladung angenommen und ist auch später noch ein paar Mal auf einen Drink in Ihr offenbar wirklich spektakuläres Penthouse hinaufgefahren.
Er schwärmt von dem herrlichen Ausblick da oben, ihren selbstentworfenen Möbeln, der 7 Meter langen Couch. Er streitet auch nicht ab, sie gescheit, sympathisch und anziehend zu finden. Doch mehr als freundschaftliche Gefühle hege er für sie nicht. Und den Unterschied zwischen Freundschaft und Liebe werden Sie ja wohl kennen. Wenn man jemanden liebt, sieht man ihn lieber tot als im Bett eines anderen. Nun, liebe Jana, so darf ich Sie doch nennen. Ich liebe meinen Mann. Und darum hätte ich ihn eben lieber als Leiche in meinem begehbaren Kleiderschrank, denn lebendig auf Ihrer Designer-Couch. Sie sind natürlich nicht die Erste, die bei Laszlo schwach werden möchte. Doch obwohl wir denselben Beruf haben und auch noch für dieselbe Kanzlei tätig sind, ist unsere Ehe nach meiner Meinung eine der gelungensten weit und breit. Falls er mir in diesen 18 Jahren je untreu gewesen ist, war es ihm zumindest nicht nachzuweisen. In dubio pro reo, sagen wir Advokaten da. Und darum möchte ich Ihnen in aller Freundlichkeit vorschlagen, dass Sie sich ein anderes Opfer suchen. Das ist in Ihrem Alter nicht mehr so ganz einfach, ich weiß. 40, da soll sich ja laut Statistik erstmals der Frauenüberschuss bemerkbar machen, vor allem in Riesenstädten wie dieser. Denn Junggesellen sind nun kaum noch vorhanden. Ein unverheirateter Mann über 40 ist entweder schwul oder dermaßen neurotisch, dass sich der Aufwand nicht lohnt. Lassen Sie es mich also in numerischer Reihenfolge ausdrücken, denn auch ich habe ein Faible für Mathematik. Falls Sie, beste Jana, in Ihrem fortgeschrittenen Alter noch immer einen Ehemann suchen sollten, sehe ich eigentlich nur 2 wirklich effiziente Möglichkeiten. Erstens, volontieren Sie in einer Anwaltspraxis, die sich auf Ehescheidungen spezialisiert. Oder zweitens, verdingen Sie sich bei einem Bestattungsunternehmen. Da können Sie sich dann an die frischgebackenen Witwer machen. Falls Sie tatsächlich so ansehnlich sind, wie Laszlo behauptet, und da verlasse ich mich ganz auf seinen Geschmack, findet sich bestimmt einer, der sich von Ihnen trösten lässt. Doch meinen Mann lassen Sie in Frieden, verstanden? Ich gebe Ihnen hiermit die Chance, sich aus dieser Sache rasch und diskret zurückzuziehen. Ihr Fax habe ich Laszlo nicht gezeigt. Ich wollte, dass Sie wenigstens vor ihm das Gesicht wahren. Und falls wir uns in diesem Haus je begegnen sollten, bitte ich um die Ehre, nicht angesprochen zu werden. Liebe Helen, Ihre Antwort ist bedauerlich. Zwingt Sie mich doch, Ihren Schmerz zu multiplizieren. Denn da Laszlo es ganz offenbar nicht über sich bringt, Ihnen die Wahrheit zu sagen, bleibt mir kein anderer Ausweg, als Sie mit den Tatsachen zu konfrontieren. Wie sonst könnte ich Sie überzeugen? Hier also mein Vorschlag. Wie ich Ihnen bereits sagte, war unser Büro maßgeblich an Entwurf und Ausführung dieses Gebäudes beteiligt. Und was nun die famose Penthouse-Wohnung betrifft, so gilt das mit dem herrlichen Ausblick leider nur für die vorderen Räume. Mein Schlafzimmer liegt nach hinten, mit Blick in einen der Innenhöfe, und hat somit als Gegenüber die gelb getünchte fensterlose Wand, hinter der sich die Wohnungen des Ostflügels befinden. Der Vorteil ist, dass einem niemand hereinsehen kann. Man also auch in diesem Raum keine Vorhänge benötigt. Und ich hasse Vorhänge. Der Nachteil ist, dass diese Wand einen Schwachpunkt hat, den aber zum Glück nur wir Insider kennen. An einer bestimmten Stelle verlaufen dahinter die Leitungen für die Versorgung der Apartments des nächsten Gebäudetrakts. Und die sind dann auf jedem Stockwerk in jener kleinen Kammer von 3x3 Metern untergebracht, deren Tür sich neben den Müllschluckern befindet. Eine grün gestrichene Metalltür. Genau wie in unserem Teil des Gebäudes. Sie haben sie sicher schon bemerkt. Doch dieser Raum hat wiederum eine Eigenart aufzuweisen, da es wegen der Explosionsgefahr Vorschrift ist, dass dort, wo sich beispielsweise eine Gasleitung befindet, auch eine Öffnung ins Freie ist, gibt es an seiner Rückwand 5 übereinanderliegende Lüftungsschlitze von 30 cm Breite und 3 cm Höhe, durch die dann eben mein Schlafzimmer trotz allem einzusehen ist. Das ist eigentlich kein Problem, da die Tür zu der Kammer normalerweise verschlossen ist, denn auch das ist Vorschrift. Doch ich werde in Ihrem Briefkasten noch heute einen Schlüssel deponieren, mit dem Sie sich Zugang verschaffen können. Fahren Sie also morgen so gegen 6 Uhr abends mit einem der Fahrstühle des östlichen Gebäudeteils ins oberste Stockwerk. Falls nichts dazwischen kommt, ist Laszlo dann bei mir. Das ist in den vergangenen Monaten unsere Zeit gewesen. Wir liebten uns und so gegen 8 ist er dann jeweils zu Ihnen in den 19. Stock hinuntergefahren. Sie können das auch anhand seines Terminkalenders verifizieren, der in der Kanzlei sicherlich ausliegt. Allerdings hat er die Eintragungen wohl unter meinem Firmennamen vorgenommen. Tauro. Er hat sogar begonnen, mich auch sonst so zu nennen.
Dreh dich um, Tauro, damit ich deinen Hintern bewundern kann. Ich bin grausam, ich weiß. Grausam und vulgär. Doch ich sehe keine andere Möglichkeit, sie zur Einsicht zu bringen. Glauben Sie mir, Helen, wenn ich wüsste, wie ich ohne ihn leben soll, würde ich mich anders verhalten. Aber ich weiß es nicht. Zum Glück haben Sie beide keine Kinder. Und mit der Leidenschaft ist es nach 18 Jahren Ehe wohl ohnehin nicht mehr weit her. Ich überlege, wie ich Sie ansprechen könnte. Verehrte Nachfolgerin? Teure Rivalin? Mörderische Schwester? Nun, Sie haben mich überzeugt. Am vergangenen Freitag, am Montag dieser Woche, am gestrigen Mittwoch. Auch die früheren Termine habe ich mir zu überprüfen gestattet. In den vergangenen 3 Monaten hat es nicht weniger als 41 Verabredungen mit der Firma Tauro gegeben. Als Anwältin sehe ich mich also gezwungen, mich der überwältigenden Beweislast zu beugen. Den Tag meines PR-prächtigen Prozesssieges über jenen Pharmakonzern hat mein Mann offenbar ganz in ihrem gemütlichen Heim verbracht. Kein Wunder, dass sie mich aus dem Fernsehen kannten. War es der Fernseher neben dem Bett, in dem ihr beide mich begutachtet habt? Habt ihr es dabei getrieben? Aus naheliegendem Grund habe ich daher heute 2 Koffer mit seinen Sachen ins Hotel bringen lassen. Doch das haben Sie sicher längst erfahren. Ich dachte, es könnte euch peinlich sein, wenn er vom 24. Stockwerk direkt in Ihr Penthouse hinaufziehen würde. Auch der Partnerwechsel hat schließlich seine Etikette. Doch vielleicht habe ich euch da überschätzt. Auf jeden Fall bleibt er Ihnen nicht länger als 3 Tage lang vorenthalten. Das Hotelleben war noch nie sein Fall. Und dann kann es weitergehen mit der Gymnastik auf dem King-Size-Lager. Bettwäsche im Leopardenlook. Soll wohl die Raubtierinstinkte wecken. Und wo kaufen Sie diese herrlichen Dessous? Nur noch ein paar prosaische Kleinigkeiten. Natürlich habe ich Laszlo wissen lassen, dass ich mit der Scheidung einverstanden bin, und zwar ohne jede Bedingung. Sie sagen es selbst. Zum Glück sind keine Kinder da. Und dann möchte ich Ihnen raten, banal, ich weiß, stets eine Packung Laren bereitzuhalten. Das ist ein Mittel gegen Sodbrennen, das er nach ausgiebigen Mahlzeiten benötigt. Dennoch habe ich nie erlebt, dass er selbst daran denkt, es zu kaufen. Und verwenden Sie beim Kochen wenig Salz, da er aufgrund seines Übergewichts zu erhöhtem Blutdruck neigt. Auch sollte er endlich weniger Fleisch essen. Vor einem Jahr hatte er nämlich einen ersten, wenn auch milden Gichtanfall. Ein bisschen Körpertraining wäre natürlich das Beste. Wozu haben wir diesen Fitnessclub im Haus? Doch die Bewegung im Bett ist ja vielleicht auch etwas wert. Keine Sorge, ansonsten ist mein Mann kerngesund. Und dank dieses unverhofften Frühlings ist wohl auch sein Testosteronspiegel gestiegen. Wir haben es zwar noch immer häufig miteinander getrieben, doch eine neue ist eben doch eine neue, nicht wahr? Schade, dass Sie offenbar eine große Raucherin sind. Er war auf dem besten Weg, es sich abzugewöhnen. Meinen Posten in der Kanzlei habe ich gekündigt, richtig. Ich könnte es nicht ertragen, ihm Tag für Tag bei der Arbeit zu begegnen. Und natürlich werde ich mir so rasch wie möglich eine Behausung in einer anderen Gegend suchen. Sie meinten, nach 18-jähriger Ehe könne es mit der Leidenschaft nicht mehr weit her sein? Das mag für andere gelten. Ich liebe diesen Mann, der ja nun Ihrer ist, wie am allerersten Tag. Den Portiers wurde mitgeteilt, dass Laszlos Post in Zukunft in Ihrem Briefkasten zu deponieren ist. Dort finden Sie dann auch den Schlüssel für die Spionagekammer, über die ich Laszlo natürlich nicht informiert habe. Es wäre immerhin möglich, dass er Ihnen diese Gegenüberstellung mit den Tatsachen, die man in diesem Fall ruhig die Nackten nennen kann, nicht verzeiht. Und nun lassen Sie sich gratulieren. Lassen Sie sich gratulieren. Jawohl, liebe Jana, Sie haben gewonnen. Die Trophäe ist Ihre? Ich selbst verbleibe mit den besten Wünschen für die Zukunft. Mit den besten Wünschen für die Zukunft? Ihre Helen Stawisky. Ihre Helen Stawisky. Ihr Fax, liebe Helen, hat mich, ich kann es nicht anders sagen, zu Tränen gerührt. Diese Großzügigkeit, dieser Pragmatismus, dieser feine Humor inmitten des Chaos und des Unglücks, in das ich Ihr Leben verwandelt habe, das hat Stil, das hat Größe.
Wenn Sie erst wüssten, mit welchen Worten Laszlo in diesen Tagen von Ihnen spricht. Man könnte eifersüchtig werden. Erst gestern hat er mir wieder von Ihrer Schönheit vorgeschwärmt. Die Art, die von innen kommt, sagt er, und darum auch unvergänglich ist. Er sei deshalb ganz sicher, dass Sie nicht lange allein bleiben werden. In die Kanzlei kämen Klienten, die die absurdesten juristischen Probleme erfänden, nur um Sie zu sehen. Mit anderen Worten, liebe Helen, ich bewundere Sie. Fairness, Eleganz, Würde, Sie haben mir vorgeführt, was das ist. Darum zum Schluss die Bitte, ziehen Sie nicht von hier fort. Dass die Zeit alle Wunden heilt, ist nicht nur ein dummer Spruch. Ich rede da aus Erfahrung. Und falls Sie ein Problem haben, mit dem Sie nicht fertig werden oder ganz einfach ein bisschen plaudern möchten, ich bin sicher, dass ich da auch in Laszlos Namen spreche, unsere Tür steht immer für Sie offen. Verheucheltes Biest! Sie dreckige Ratte! Sie Aasgeier! Schmeißfliege! Wurm! Sie bewundern mich? Auch ich habe Sie gerade bewundert. 2 volle Stunden lang. Wo? Beim Reiten. Beim Reiten in roten Strapsen in Ihrem Bett auf meinem Mann. Und wie gut Sie das machen. Kompliment. Ich habe auf diesem Gebiet zwar ebenfalls einige Talente, doch in dieser Stellung klappte es nie. Oder fingieren Sie Ihre Höhepunkte? Da ich Sie in meiner Spionagekammer nicht hören kann, bin ich natürlich ganz aufs Optische angewiesen. Doch wenn Sie sich dann immer mehr winden und dabei den Mund aufreißen und sich schließlich mit schweißnassem Haar auf ihn fallen lassen, wirkt es zumindest aus der Entfernung absolut echt. Eine Zigarettenpause und schon geht's weiter. Hopp, hopp, hopp. 2 Stunden! Das macht ihn so rasch keine nach. Und darum will ich Ihnen etwas sagen, verehrte Amazone. Sie können sich Ihre Bewunderung in Ihr pralles Hinterteil stecken. Ich will nicht von Ihnen bewundert werden. Ich will ihn! Helen, geben Sie mir sofort diesen Schlüssel zurück. Was Sie da betreiben, ist Selbstzerstörung. Sehen Sie das nicht? Heute früh haben Sie splitternackt an Ihrem Schlafzimmerfenster gestanden und schauten direkt auf die Mauer. Wahrscheinlich kamen Sie nicht auf die Idee, dass ich auch um diese Tageszeit auf dem Posten sein könnte, nicht wahr? Laszlo war ja längst in der Kanzlei. Sie sind gar nicht so perfekt, wie ich dachte. Behalten Sie deswegen immer all die Dessous dabei an? Was ich als Raffinesse sah, war vielleicht nur ein Tarnungsmanöver? Dieser Busen. Irgendwie bilde ich mir ein, dass ich da die bessere Ausstattung habe. Die stabilere jedenfalls, trotz meiner Jahre. Und darum frage ich mich wieder und wieder, warum Sie? Warum Sie und nicht ich? Weil ich jünger bin. Helen, hören Sie doch endlich auf, sich zu quälen. Laszlo hat nicht Sie verlassen. Er gehorcht seinem biologischen Instinkt. Und der befiehlt ihm, den jüngeren Partner dem Älteren vorzuziehen. Das machen doch alle Männer. Sofern sie die Wahl haben, meine ich. Und einer wie Laszlo hat nun einmal die Wahl. Nicht trotz seiner 55 Jahre, sondern gerade deswegen. Denn da Männer so viel früher sterben als wir, sind sie irgendwann in der Minderheit und werden von uns der Mehrheit gejagt. Die Gesellschaft ist nun einmal grausam zu uns Frauen, liebe Helen. Doch wenn die Statistik zu unseren Gunsten spräche, würden wir es da nicht genauso machen? Unsere grau gewordenen Ehemänner gegen Jüngere tauschen, je früher, desto lieber. Und darum sag ich immer, zum Teufel mit der hohen Lebenserwartung von uns Weibern. Was nützt uns ein langes Leben, wenn es dann keine Männer mehr gibt? In Bezug auf unser Sonderproblem will ich Ihnen jetzt einmal den Preis vorrechnen, den ich für meine Liebe zu Laszlo zahle. Selbst wenn er und ich im gleichen Alter wären, würde ich ihn laut Statistik um 7 Jahre überleben. Doch ich bin 15 Jahre jünger. Und das bedeutet immer laut Statistik, dass ich die letzten 22 Jahre meines Lebens eine einsame alte Witwe bin. Hinzu kommt die Kalkulation seiner voraussichtlichen Impotenz. Sagen wir, dass diese Katastrophe bei einem Prachtexemplar wie Laszlo erst 10 Jahre vor seinem Ende eintreten wird. Das bedeutet aber, dass ich abgesehen von den 22 Jahren Enthaltsamkeit, die mich nach seinem Tod erwarten, schon 10 Jahre vorher neben einem Mann ohne Unterleib zu liegen habe. Und im Gegensatz zu der Sage vom Fischer mit der Nixe kann ich den in meiner heutigen Blütezeit geangelten Laszlo dann eben nicht ins Meer zurückbefördern.
bis dass der Tod uns scheidet, heißt es in diesem Fall. Mit anderen Worten, beste Helen, eine 40-Jährige wie ich, die sich in einen 55-Jährigen wie Laszlo verliebt, hat sich auf rund 32 Jahre Keuschheit einzustellen. Sagt sie, wäre es da, anstatt zu heiraten, nicht sinnvoller, gleich ins Kloster zu gehen? Und darum bitte ich Sie von ganzem Herzen, seien Sie nicht länger neidisch auf das bisschen Vergnügen, das ich im Augenblick noch habe. Die besten Jahre mit diesem Mann hatten doch Sie. Und geben Sie mir endlich diesen verdammten Schlüssel zurück. Das alles ist doch unter Ihrer Würde. Beste Jana, haben Sie Dank für das Fax mit dem aufklärerischen Zahlenmaterial. Kein Zweifel, die Mathematik ist tatsächlich eine Ihrer Stärken. Und ich gebe Ihnen recht, der Preis, den Sie für die Leidenschaft meines Gatten entrichten, ist nicht anders als exorbitant zu nennen. Darum eine Frage. Warum zahlen Sie ihn? Warum haben Sie nicht gewartet, bis ein Jüngerer kommt? Sie sind doch hübsch. War Laszlo tatsächlich Ihre allerletzte Chance? Vielleicht war es nur Torschlusspanik. Die Gesellschaft sei grausam zu uns Frauen, sagen Sie? Die Gesellschaft? Wer ist denn diese Gesellschaft, die so grausam zu uns ist? Wer erzählt diesen älteren Herren, wie anziehend graue Schläfen wirken? Wer sagt ihnen, dass ihr Fettwanst erotisch ist? Und dass es auf ein bisschen Potenz mehr oder weniger nicht ankommt, weil es einer Frau ja sowieso in erster Linie um Zärtlichkeit geht. Die Gesellschaft. Das sind doch wir, die das sagen, nicht wahr? Nur solange wir jung sind, natürlich. Nein, meine Beste. Nicht unsere ergrauenden Männer schieben uns die ihr grau wegfärbenden Ehefrauen auf das berühmte Abstellgleis. Das besorgen wir schon selber. Und warum? Weil wir verlogen, opportunistisch und intrigant sind. Weil wir weder Würde noch Ehrgefühl besitzen. Haben Sie schon erlebt, dass ein junger Mann von den grauen Zöpfchen und dem Wabbelbauch seiner ältlichen Angebeteten schwärmt? Dass er ihr sagt, der Sex sei nicht wichtig, weil es ihm, dem Jungen, ja ohnehin nur ums Streicheln gehe? Obwohl er hier sogar möglich wäre, der Sex. Dem alten Mann verkümmert sein Liebesinstrument. Doch haben Sie je gehört, dass einer Frau während der Menopause die Scheide abhanden kommt? Und dann beschimpft eine wie Sie die Gesellschaft, die einem 55-jährigen Anwalt das Prädikat begehrenswert verleiht, während eine gleichaltrige Anwältin bereits als besserer Ausschuss gehandelt wird. Ihr Jüngeren werdet von Ihnen umworben, richtig. Warum sagt ihr nicht Nein? Die jungen Männer sagen doch auch Nein zu unser einer, falls sie es überhaupt wagen sollte, einen Annäherungsversuch zu machen. Eine Frau über 50 empfindet es doch schon als dreist, ihre Liebesdienste einem Gleichaltrigen anzubieten. Denn der könnte doch wahrhaftig eine Jüngere haben, nicht wahr? Und dazu seid ihr auch noch abgrundtief dumm. Sie haben es mir selbst vorgerechnet. Früher oder später habt ja auch ihr in die Grube zu steigen, die ihr in jüngeren Jahren für uns Ältere aushebt. Ungeliebt, unbegehrt, einsam. Lebendig begraben mit den anderen alten Frauen im gigantischen weiblichen Massengrab. Verschonen Sie mich also mit Ihrer selbstgefälligen Liebesmathematik. Den Schlüssel behalte ich, solange ich es richtig finde. Liebe Helen, das ist ein Ultimatum. Der Schlüssel. Falls Sie ihn mir nicht zurückgeben, muss ich eine Verlustmeldung machen. Und da es sich um einen Passepartout handelt, der zu den Kammern sämtlicher Stockwerke passt, müssten dann schon aus Sicherheitsgründen auf allen 30 Etagen des Ostflügels die Schlösser ausgewechselt werden. Die Sache ist also erstens kostspielig und zweitens auch noch sinnlos, denn Sie könnten danach ja ohnehin nicht mehr in Ihr Versteck. Außerdem habe ich heute das Schlafzimmerfenster mit Tüchern verhängt. Mit der Piepshow ist es vorbei. Entfernen Sie sofort diese Tücher! Liebe Jana, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie jemanden erpresst. Doch wenn diese Tücher bleiben, werde ich dafür sorgen, dass Laszlo Kopien unserer Faxe erhält. Dass dies das Ende Ihrer Beziehung wäre, ist Ihnen wohl klar. Es nützt auch nichts, wenn Sie es von nun an in den vorderen Räumlichkeiten treiben, wo ich euch nicht beobachten kann. Mein Strafvollzug wäre derselbe. Das Gleiche gilt für den Schlüssel zur Kammer. Noch brauche ich ihn. Sie werden also keine Verlustmeldung machen. Liebe Helen, was ist los mit Ihnen? Sind Sie pervers? Nein, ich bin nicht pervers. Aber ich bin krank. Krank vor Eifersucht. Darum muss ich es sehen. Wenn ich nur Schatten und Umrisse erkenne, bin ich gezwungen, mir das Übrige vorzustellen. Und meine Fantasie ist grausam. Sie macht es perfekt. Verstehen Sie?
So ein Akt der Liebe hat ja immer auch seine komische Seite. Das ist nicht hübsch und erotisch wie im Kino, für den, der zuschaut, meine ich. Für den wirkt es eher wie ein missratenes Ballett. Eine Hand greift in die verkehrte Richtung. Ein Bein wird gequetscht. Die Köpfe prallen gegeneinander, weil jeder in eine andere Richtung strebt. Der Rhythmus wirkt unbeholfen. Dann wieder sind ein Busen und ein Bauch im Weg. Es gibt also immer wieder Augenblicke, in denen ihr beide mich trotz allem zum Lachen bringt. Und diese Augenblicke brauche ich. Sie sind in diesen Tagen mein einziger Trost. Natürlich sind da Abende, an denen ich es schaffe, nicht hinaufzufahren. Wenn ich mich auf einen wichtigen Termin vorbereiten muss, zum Beispiel. Manchmal sogar aus Gleichgültigkeit. Was soll's, sage ich mir dann. Das bisschen Reiben, das Auf und Ab, das Hin und Her. Man treibt Liebe mit der Seele des anderen. Es sind seine Gedanken, in die man eindringen möchte. Seine Sehnsucht soll einem gehören. Und wenn die beiden sich anschauen, wenn sie miteinander reden, bist du ja sowieso nicht dabei. Aber das gelingt mir nur ausnahmsweise. Die Regel ist, dass ich alle Einladungen absage, jede Arbeit liegen lasse und abends auf meinem Posten stehe. Manchmal seid ihr ausgegangen. Da warte ich dann, bis ihr heimkommt. Manchmal habt ihr Gäste, die legen dann ihre Wintermittel auf euer Bett. Und danach seid ihr zuweilen so müde, dass die Vorstellung ausfallen muss. Doch in den meisten Fällen schafft ihr es dann eben doch. Man muss nur warten können. Und wenn ich danach so gegen 1-2 Uhr morgens in meine Wohnung komme, mich in mein großes leeres Bett lege, brauche ich Tabletten. Immer stärkere und davon immer mehr. Ich, die ich nicht wusste, was Schlaflosigkeit bedeutet. Und am Morgen nehme ich dann natürlich Aufputschmittel. Auch davon immer höhere Dosen, um wenigstens einen Bruchteil meines Pensums zu bewältigen. Ich bin gereizt. Abgemagert. Meine Konzentrationsfähigkeit ist gleich null. Ich werde aggressiv zu meinen männlichen Klienten. Das war ich früher nie. Ich sollte von ihr wegziehen, ich weiß. Wenigstens eine lange Reise machen. Ich kann nicht. Die Wahrheit ist, dass ich ihn liebe. Und wenn ich ihn nicht durch diese Mauerschlitze sehe, in der Umarmung mit ihnen, dann sehe ich ihn überhaupt nicht mehr. Begreifen Sie? Sie haben die Tücher entfernt. Danke. Unter einer Bedingung. Die Bedingung stelle hier ich. Sie suchen jetzt sofort einen Psychotherapeuten auf. Wie originell. Helen, Eifersucht ist eine Krankheit. Sie haben recht. Und keineswegs eine nur weibliche. Denn laut Statistik macht sie den Männern noch mehr zu schaffen als uns Frauen. Trotzdem ist es eine Krankheit, die man heilen kann. Im Grunde handelt es sich nämlich um einen Mangel an Selbstwertgefühl. Sie haben 18 Jahre lang ihren Wert an den Augen Laszlos abgelesen. Seine Liebe zu ihnen war der Gradmesser ihrer Liebenswürdigkeit. Und darum haben sie jetzt, wo er nicht mehr da ist, das Gefühl, sie seien auch nichts mehr wert. Doch ein guter Therapeut kann das behandeln. Er kann ihnen beibringen, sich selbst zu lieben. Denn wenn sie sich nicht lieben, wie könnten es dann die anderen tun? Stellen Sie sich vor den Spiegel. Ich weiß, dass Sie jetzt über mich lachen werden, doch ich schwöre Ihnen, dass es hilft. Stellen Sie sich vor den Spiegel, sehen Sie sich an. Und jetzt sagen Sie zu sich selber, und zwar ganz laut: Du bist fantastisch, Helen Stawisky. Du bist fantastisch, Helen Stawisky. Ich mag dich. Und wie ich dich mag. Du bist schön. Nur schön? Du bist erfolgreich. Hinreißend, wollen Sie sagen. Du bist begehrenswert. Los, Helen, trauen Sie sich. Fangen Sie an. Du bist erfolgreich. Du bist begehrenswert. Liebe Jana, Sie überraschen mich stets aufs Neue. Sie sind also nicht nur eine erfolgreiche Architektin, eine geschickte Rechnerin in Liebesdingen, eine begnadete Reiterin auf fremden Ehemännern. Selbst eine Psychologin scheint noch in Ihnen zu stecken. Ich muss mir also lediglich meinen verdammten Minderwertigkeitskomplex abtrainieren? Mich selbst anhimmeln, damit es auch die anderen tun? Sagen Sie, verehrte Trösterin, für wie blöd halten Sie mich? Es ist normal, wenn wir einen anderen bewundern. Da wir nicht in ihn hineinschauen, kennen wir auch seine Schwächen nicht. Doch Bewunderung für uns selber? Das ist doch Psychologengelaber, meine Liebe. Unser berühmtestes Selbstwertgefühl, das kommt ausschließlich von den anderen. Wir sind immer nur so großartig, wie man uns zu sehen beliebt.
Wenn man uns bewundert, sind wir bewundernswert. Wenn man uns schön findet, sind wir schön. Wenn man uns übersieht, sind wir uninteressant. Wenn man uns vergisst, sind wir bedeutungslos. Und wenn uns der Geliebte verlässt, fühlen wir uns zumindest so lange nicht begehrenswert, bis wieder einer kommt, der an uns hängen bleibt. Es gibt keinen Psychotherapeuten, der eine unglückliche Liebe kurieren kann. Gegen eine unglückliche Liebe gibt es nämlich nur ein Gegenmittel, eine glückliche Liebe. Aber wie soll einem die begegnen, wenn man die anderen Menschen nicht einmal wahrnimmt? Du bist fantastisch, Helen Stawisky? Ich bin nicht fantastisch, Jana Stern. Sonst wäre er nämlich jetzt bei mir und nicht bei Ihnen. Ich mag dich, Helen Stawisky. Sagen Sie, wie könnte ich mich mögen, wenn er so offensichtlich lieber eine andere mag? Und ich fühle mich auch nicht erfolgreich und begehrenswert. Ich fühle mich wie eine Frau, die ihr Kerl verlassen hat. Ich fühle mich beschissen. Ich fühle mich alt. Liebe Helen, wie lange ist es her seit Ihrem letzten Fax? 5 Monate? Ein halbes Jahr? Jedenfalls war es noch Winter. Das kam mir zu Bewusstsein, als ich Sie gestern in der Lobby mit dem jungen Portier reden sah. Sie trugen ein himmelblaues Leinenkleid. Sie lachten. Und darum nehme ich mir die Freiheit, Ihr langes Schweigen positiv zu deuten. Die Zeit heilt alle Wunden. Habe ich's nicht gesagt? Darf ich Sie an den Schlüssel erinnern? Den brauchen Sie doch jetzt nicht mehr. Liebe Jana, in Bezug auf den Schlüssel muss ich Sie enttäuschen. Ich brauche ihn noch immer. Wenn auch lange nicht mehr so häufig, denn es ist ja erstaunlich ruhig bei euch geworden. Ob die Zeit alle Wunden heilt, kann ich noch nicht sagen. Doch in eurem Fall hat sie ganz offensichtlich die Leidenschaft kuriert. Trotz der neuen Lingerie-Kollektion. Licht aus, schlafen. Wie bei einem in Ehren ergrauten Ehepaar. Und dabei seid ihr gar keines. Apropos, warum hat Laszlo noch immer nicht die Scheidung eingereicht? Ich hatte ihn doch wissen lassen, dass ich alles unterschreibe. Ihr Fax klingt nach Schadenfreude, beste Helen. Doch falls das so wäre, freuen Sie sich umsonst. Laszlo und ich sind miteinander so glücklich wie am Anfang. Das Fehlen der von Ihnen offenbar sehr vermissten Bettszenen ist lediglich auf seine berufliche Überlastung zurückzuführen. Wie Sie wissen, hat Brandes ihn zum Teilhaber gemacht. Und das bedeutet wohl doppelt so viel Einkommen, aber eben auch doppelt so viel Stress. Da Sie uns leider noch immer nicht aus den Augen lassen, haben Sie sicherlich auch bemerkt, dass er abgenommen hat. Der Bauch ist weg. Das mit der Scheidung hat überhaupt keine Eile. Wenn 2 Menschen sich wirklich lieben, brauchen sie keinen Stempel. Ich werde ihn jedenfalls nicht zum Standesamt drängen. Liebe Helen, warum können Sie sich nicht endlich mit den Tatsachen abfinden? Es ist aus. Ist das so schwer zu begreifen? Es gäbe eine Möglichkeit, immer zu gewinnen, sagt der Dichter, es genüge, dass man verlieren lernt. Warum lernen Sie es nicht? Warum lassen Sie nicht los? Jana, meine Beste, waren wir vielleicht naiv? Nun, ich fürchte, dass in Bezug aufs Verlieren lernen die Reihe an Ihnen sein könnte. Dass Laszlo nicht mehr mit Ihnen schläft, hat nichts mit Überarbeitung zu tun. Jedenfalls nicht mit der Art, die Sie meinen. Er übt jetzt anderswo, Darling. Die Aktivität ist dieselbe, nur der Schauplatz hat sich verlagert. Liebe Helen, ich verstehe kein Wort. Sind Sie übergeschnappt? Wir sind nicht mehr allein, beste Jana. Es gibt eine Dritte im Bunde. Was für eine Dritte? 25 Jahre jung. Unmöglich. Das hätte ich gespürt. Beweise? Nein! Wo war er gestern zwischen 7:30 und 8? Beim Yoga. Er nimmt jetzt 3-mal in der Woche Yogastunden gegen den Stress. Mit meiner vollen Unterstützung. Bei einem Mann. An dieser Geschichte stimmt nur das Wort Yoga. Sie ist Studentin, verdient sich den Unterhalt mit Yogastunden. Doch das ist es nicht, was er mit ihr betreibt. Ein mieser kleiner Racheakt. Ich glaube Ihnen kein Wort. Womit Sie mich leider zwingen, Ihren Schmerz zu multiplizieren, liebe Jana. Die Rache des verlassenen Weibchens, ich hab's doch gesagt.
Es ist eine längere Geschichte. Sind Sie bereit, sie anzuhören? Ein bisschen glaubwürdig sollte sie schon sein. Es war in der vorletzten Woche so gegen 7 Uhr abends. Ich war unten in unserem Supermarkt gewesen, trug in jedem Arm eine Einkaufstüte. Eigentlich wollte ich direkt nach Hause. Doch dann dachte ich plötzlich, nur wegen der Tüten? Nein, du fährst rauf, siehst nach, was sie treiben. Vor dem Abendessen treiben wir es nie, solltest du eigentlich wissen. Obwohl ihr es um diese Zeit eigentlich schon lange nicht mehr treibt. Und dann dieser unglaubliche Zufall. Mit mir im Aufzug fährt nämlich ein ziemlich wilder Bursche. Rasterlocken, aufgedrehtes Kofferradio und als Clou eine Pythonschlange um den Hals. Aus Plastik natürlich, aber so täuschend echt, dass es mich kurz aus der Fassung bringt. Jedenfalls steige ich dann ganz automatisch hinter ihm aus, ohne zu merken, dass ich anstatt im 30. erst im 19. Stockwerk bin. Ich gehe zur Kammer, schließe auf. Sie hatten recht, der Schlüssel ist tatsächlich ein Passepartout. Jedenfalls ist beim Aufschließen nicht der geringste Unterschied zu merken. Auch drin in der Kammer. Alles gleich. Ich stelle meine Tüten ab, gehe zu den Lüftungsschlitzen, die ebenfalls an derselben Stelle sind, und sehe Laszlo. Aber nicht mit Ihnen, beste Jana, sondern mit einer anderen. Zuerst denke ich, Sie sind verreist. Er hat Ihre Abwesenheit genutzt, um eine kleine Hure einzuschleusen. Bis ich dann merke, dass auch die Einrichtung anders ist. Das heißt, eigentlich ist es gar keine Einrichtung. Eine Matratze, ein Tisch, das ist alles, was ich aus meiner Perspektive sehe. Hatte es Krach gegeben? Waren Sie ausgezogen? Jedenfalls dauert es eine Ewigkeit, bis ich meinen Irrtum erkenne. Ich war im falschen Stockwerk ausgestiegen. Das Fenster, in das ich schaue, gehört ganz offensichtlich zu einer Einzimmerwohnung. Und in dieser liegt eben Laszlo mit einer mir unbekannten nackten jungen Frau auf einer Matratze und übt sich im Liebemachen. Wir liebten wie die Tauben. Liebemachen? Dann denke ich, dass ich mich täusche. Vielleicht ist das gar nicht Laszlo, sondern irgendein Doppelgänger. Da die beiden nicht aufeinander liegen, sondern parallel, Auge in Auge sozusagen, sehe ich ihn nur im Profil. Auch seine Gestik ist anders, nicht aggressiv und gierig wie bei Ihnen oder damals in den allerersten Jahren auch bei mir, sondern von einer Behutsamkeit, die ich nicht an ihm kenne. Er sieht aus wie einer, der sich im Schlaf bewegt. Erst später wird mir klar, dass es sich dabei um so etwas wie eine Tantra-Technik handeln muss, die Liebeskunst aus dem Osten, und die hat wohl sie ihm beigebracht. Er lebt ja unterdessen sicher auch vegetarisch, nicht wahr? Sie ist der Grund, dass er keinen Bauch mehr hat. Die Liebe. Punkt 8 Uhr steht er auf, es ist Laszlo, kein Zweifel, zieht sich an und fährt zu Ihnen in den 30. Stock hinauf. Natürlich habe ich gleich am nächsten Morgen Erkundigungen angestellt. Sie heißt Iris Rudnick, ist Studentin der Indologie, verdient sich den Unterhalt mit privaten Yogastunden, doch offenbar nur am Vormittag. Nachmittags scheint sie für irgendein Examen zu büffeln, denn da sitzt sie dann stets an ihrem mit dicken Wälzern überladenen Tischchen. Iris Rudnick, Studentin der Indologie. Geld scheint sie nicht zu haben. Jeans und T-Shirt, etwas anderes habe ich in diesen 10 Tagen nicht an ihr gesehen. Darunter nichts. Wenn man bedenkt, wie viel Mühe sie sich mit Reizwäsche geben. Null Make-up, kein Lippenstift. Bevor er eintrifft, legt sie rasch ein bisschen Lidschatten auf. Das weiß ich, weil sie dann mit einem Handspiegelchen zum Fenster kommt. Mit anderen Worten, ein total natürliches Geschöpf. Außer ein bisschen Nägel kauen, habe ich an ihr keine einzige Schwäche entdecken können. Doch überzeugen Sie sich selbst. 19. Stockwerk, das Apartment direkt gegenüber der Folterkammer. Selbstverständlich gehört diese zu dem Zweck ganz und gar Ihnen. Und sagen Sie jetzt bitte nicht, dass Sie dazu meinen Schlüssel brauchen. Ein total natürliches Geschöpf, außer ein bisschen Nägel kauen, habe ich an ihr keine einzige Schwäche entdecken können. Du dreckige kleine Hure. Du miese Schlampe. Was zahlt er dir für deine orientalischen Schweinereien, du Miststück, hä? Dreckige kleine Hure, du miese Schlampe, was zahlt er dir für deine orientalischen Schweinereien, du Miststück, sag. Hör zu, du lässt jetzt sofort meinen Mann aus deinen Hurenfingern. Du verabschiedest dich von ihm gleich morgen Abend, aber so, dass er's kapiert. Sag ihm, dass du einen anderen hast, einen jungen Potenten, der's die ganze Nacht mit dir treibt, und zwar
ohne Tantra. Und noch etwas? Und noch etwas. Dies ist meine erste und letzte Warnung. Noch eine einzige Yogastunde und ich leg dich um. Nun, liebe Jana, habe ich Sie belogen? Nein, liebe Helen, Sie haben mich nicht belogen. Noch eine einzige Yogastunde und ich lege dich um. Eifersucht, Wut, Liebe und Furcht zugleich reißen mich in Stücke. Und Sie wollen nichts unternehmen? Was denn? Ich habe versucht, Sie einzuschüchtern mit einem hundsgemeinen Fax. Sie hat nicht mehr reagiert. Doch zum Glück scheint sie es ihm auch nicht gezeigt zu haben. Gerissenes Biest. Auf keinen Fall werde ich ihn zur Rede stellen. Denn wenn er jetzt unter Druck gerät, könnte er sich für Sie entscheiden. Was mache ich dann? Wissen Sie, was mir am meisten zusetzt? Dass ich so naiv gewesen bin. Seine geliebten Steaks. Seit Monaten rührt er kein Fleisch mehr an, nicht mal Fisch. Und kürzlich, als er sich an der Hand verletzt hatte, kam er mit einem Töpfchen Schlangengift nach Hause. Von seinem Yoga-Lehrer. Ich meine, wie blöd kann eine Frau sein? Was du jetzt haben musst, ist Geduld, sag ich mir. Eine 25-Jährige, mit sowas kann man doch nicht mal ein Gespräch führen. Noch ein paar Wochen und du hast ihn wieder, vorausgesetzt, du bringst es fertig, das Maul zu halten. Lass das mit den Dessous. Kauf dir ein Buch über orientalische Liebeskunst. Interessier dich für seine beruflichen Probleme. Sei lieb, sei lieb, sei lieb. Unterdessen geht er nach wie vor dreimal in der Woche zu seinen Lektionen. Erzählt mir beim Heimkommen, wie entspannt er sich fühlt. Und so müde. Am liebsten würde er sich auf der Stelle schlafen legen. Essen? Ha, höchstens einen kleinen Salat. Nein, kein Fleisch, um Himmels Willen. Warum ich Ihnen das alles erzähle, weiß ich nicht. Denn das kann Sie natürlich nur freuen. Ansonsten hätten Sie mir Ihre Entdeckung ja vorenthalten, oder? Doch ob Sie sich nun freuen oder nicht... Sie sind der einzige Mensch auf der Welt, der genau weiß, in welche Hölle ich aus meinem Himmel gefallen bin. Übrigens gehört die Folterkammer auf dem 19. wieder ganz und gar Ihnen. Ich hab genug gesehen. In den 30. Stock brauchen Sie gar nicht erst zu fahren. Das Stück läuft jetzt ausschließlich auf der 19. Etage. An den gewohnten Tagen zur gewohnten Zeit. Zufrieden? Vom Sturm hin und her geworfen. Von Kummer zerbrochen. Liebe Jana, soeben ist dieses Fax unserer jungen Freundin eingetroffen. Sie hat also doch zurückgeschrieben, wenn auch der falschen Frau. Offenbar hatten Sie in Ihrem sicherlich von einer anonymen Örtlichkeit abgeschickten Fax von Ihrem Mann gesprochen. Und da Laszlo und ich nach wie vor verheiratet sind, hat sie natürlich gemeint, die Drohungen kämen von mir. So wie ich ihn kenne, hat er die Kleine über Sie erst gar nicht informiert. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Nachfolgend also das Antwortfax unserer Rivalin. Harmlos, aber nicht ungeschickt. Sehr geehrte Frau Stawisky, Ihr Fax hat mich total fertig gemacht. Zuerst wollte ich damit sogar zur Polizei. Eine Morddrohung ist schließlich eine Morddrohung. Klar habe ich auch dran gedacht, es Laszlo zu zeigen. Oh Gott. Aber der hat bis jetzt immer nur in den höchsten Tönen von Ihnen geredet. Meine Frau dies, meine Frau das. Als ob Sie so eine Art Gottheit wären. Die gütigste, gescheiteste, schönste... Wenn ich ihm dieses Fax zeige, fällt er in ein riesiges Loch. So viel ist sicher. Also habe ich die Hausverwaltung um ihre Faxnummer gebeten. War gar nicht so einfach, die von denen zu kriegen. Wozu werden Sie fragen? Um Ihnen zu sagen, dass ich mit Ihnen Frieden schließen möchte. Den Frieden. Den mit dem großen F. Sie müssen nämlich wissen, dass ich Buddhistin bin. Auch das noch. Und da löst man seine Konflikte auf friedlichem Weg. Das mit dem Buddhismus hat mit meinem Studium zu tun, denn ich studiere Indologie. Oder besser gesagt mit meinem Vater, der einen Lehrstuhl für Indologie hat. Jedes Jahr Ferien in Indien und so weiter, da ist was anderes gar nicht mehr drin. Nicht, dass Sie jetzt glauben, ich hätte mein Leben ganz und gar im Griff und so weiter. Zum Beispiel kaue ich wie eine Irre an meinen Fingernägeln. Vor allem jetzt, vor dem großen Examen. Aber das ist nicht unser Problem. Aber das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass Sie, geehrte Frau Stawisky, einen lebenden Menschen als Eigentum betrachten. Mein Mann, das schreiben Sie wörtlich. Mein Mann, mein Besitz. Und auch wenn ich sehr viel jünger bin, muss ich Ihnen eines ganz deutlich sagen.
Eine solche Haltung wird sie auf direktem Weg ins Unglück führen. Eine solche Haltung wird sie auf direktem Weg ins Unglück führen. Eine solche Haltung wird sie auf direktem Weg ins Unglück führen. Von den vier edlen Wahrheiten, auf denen die buddhistische Lehre beruht, haben Sie sicher schon gehört. Erstens, alles Leben ist Leiden. Zweitens, die Ursache des Leidens sind die Begierden. Drittens, die Aufhebung des Leidens ist daher nur durch das Sich-Lösen von allen Begierden möglich. Viertens, an deren Stelle tritt der achtfache Weg. Rechte Ansicht und rechter Entschluss, rechte Rede, rechtes Verhalten, rechter Lebensunterhalt, rechte Anstrengung, Achtsamkeit und Meditation. Warum machst du dich da nicht an den schönen Richard Gere, du Klugscheißerin? Verstehen Sie, Frau Stawisky, solange Sie Laszlo haben wollen, werden Sie niemals glücklich. Das Glück, das kommt entweder gar nicht oder es kommt von allein. Und wenn es tatsächlich eintrifft, wird der Buddhist es mit der gleichen Gelassenheit annehmen wie ein Unglück. Er weiß ja, dass jedes Glück ohnehin zugleich ein Unglück ist, weil es ja irgendwann wieder aufhört. Und je mehr er sich daran hängt, desto größer ist die Verzweiflung, die ihn dann später überfällt. Können Sie mir folgen? Ich fürchte, ja. Natürlich lässt es sich nicht vermeiden, dass ich im Augenblick irre glücklich bin. Wegen Laszlo, meine ich. Wenn er lächelt, fühle ich mich so frei, so lebendig. Vor allem beim Herumvögeln. Befreien Sie sich also von Ihrem Besitzdenken. Bleiben Sie gelassen, warten Sie ab. Vielleicht wird er eines Tages zu Ihnen zurückkehren, wer weiß das schon. Doch je mehr Sie es sich wünschen, desto schlimmer wird die Zeit, die dazwischen liegt. Eifersucht ist ein erbärmliches Gefühl, es raubt einem Menschen jede Würde. Und da es gerade den abschreckt, um dessen Willen man es erleidet, ist es auch absolut unnütz. Was immer Sie versuchen, auf diesem Weg bekommen Sie Laszlo niemals zurück. Verstehen Sie? Und darum sage ich jetzt das magische Wort. Friede. Friede. Ja, Friede, du Ratte. Ihre Iris Maria Rudnick. Liebe Jana, hier ist das Fax, das ich vorhin der kleinen Iris geschickt habe. Ich hoffe, dass ich mich damit nicht allzu sehr in Ihre Angelegenheiten mische. Liebe Iris, das Fax, das Sie hier erhalten, geht zugleich als Kopie an Frau Jana Stern. Als Kopie an Frau Jana Stern? Sie war es nämlich, die Ihnen jenes erste Fax geschickt hatte. Die Verwechslung kam daher, dass sie darin vermutlich von ihrem Mann geschrieben hat. Und das ist zumindest juristisch gesehen eine Falschaussage, da eigentlich ich, Helen, mit Laszlo Stawisky verheiratet bin. Der hat mich jedoch vor etwa 7 Monaten verlassen und ist zu einer Dame im 30. Stockwerk gezogen. Ihr Name ist, wie gesagt, Jana. Sie ist 40 Jahre alt, Architektin. Telefon- und Faxnummer unten stehend. Auf einen Punkt Ihres Faxes möchte ich dennoch selbst antworten. Sie schreiben, dass es die Begierden sind, mit denen wir unsere Höllen fabrizieren. Für mich, liebe Iris, wäre gerade das Fehlen von Begierden die schrecklichste aller Höllen. Und auch bei mir ist die Zahl 4 im Spiel. Denn wer etwas begehrt, wie beispielsweise die Liebe eines Mannes, erhält zugleich Gelegenheit zu 4 gigantischen Emotionen. Erstens, den Wunsch selbst, das heißt die Eifersucht nach dem so sehr begehrten Mann. Zweitens, das Glück, wenn dieser Wunsch in Erfüllung geht. Drittens, die Enttäuschung, wenn man von dem Begehrten zurückgewiesen wird. Viertens, die Eifersucht, wenn er einen wegen einer anderen verlässt. Und auf 4 so großartige Möglichkeiten des Fühlens wollt ihr Buddhisten freiwillig verzichten? Ich kann mir nicht helfen. Auf mich wirkt eure Lehre wie eine Anleitung zu der Kunst, sein Leben als Kadaver zu verbringen. Denn Eifersucht ist ja auch ein Gefühl. Und was für eines! Nach meiner Ansicht sind die einzig Bedauernswerten jene, die sich aus lauter Angst vor der Eifersucht erst gar nicht zu lieben trauen. Im Gegensatz zu Ihnen halte ich also Ihr Nägelkauen für ein Zeichen der Hoffnung. Zumindest den Wunsch nach einem bestandenen Examen scheint es in Ihrem Herzen noch zu geben. Liebe Helen, damit es zu keiner weiteren Verwechslung kommt, nenne ich Sie beim Vornamen, okay? Da habe ich mich ja schön blamiert, mit meinem vorherigen Fax, meine ich. Tut mir leid, absolut. Doch vom Buddhismus haben Sie nichts begriffen.
Vielleicht sehen wir uns mal, um ein bisschen darüber zu reden. So wie Laszlo von Ihnen spricht, hat er bestimmt nichts dagegen. Diese Jana hat er tatsächlich mit keinem Wort erwähnt. Aber so ist er nun mal. Und eigentlich mag ich's, wenn Männer so sind. Diskret, meine ich. Eifersucht, Wut, Liebe und Furcht. Liebe Iris, Helen hat mir das Schreiben gefaxt, das Sie wahrscheinlich an Sie geschickt hatten. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie leid es mir tut, dass ich so grob und ausfallend war. Die Entdeckung dieser Geschichte hat mich beinahe um den Verstand gebracht. Doch das muss man erlebt haben, um es zu begreifen. Eifersucht. Jetzt weiß ich, was dieses Wort bedeutet. Und ich kann nur hoffen, dass sie Ihnen Zeit ihres Lebens erspart bleibt. Nach Ihrer Antwort habe ich den Eindruck, dass Sie ein Mensch sind, mit dem man sprechen kann. Von dem man vielleicht sogar ein kleines Opfer erhoffen dürfte. Ein Buddhist sei jemand, der sich an nichts und niemand klammert, schreiben Sie. Liebe Iris, wollen Sie mir das beweisen? Geben Sie ihn mir zurück. Sie sind noch so jung, im Vergleich zu mir jedenfalls. Ich bin bereits über 40. In Ihrem Alter kann man doch noch jeden haben. Natürlich findet ein 55-Jähriger es aufregend, wenn ihn eine 25-Jährige mit in ihr Bett nimmt. Doch Laszlo liebt mich, da bin ich mir sicher. Die Sache ist also auf keinen Fall von Dauer. Er wird sich ein bisschen mit Ihnen amüsieren und Sie dann liegen lassen wie ein benutztes Laken. Glauben Sie mir, in meinem Alter kennt man die Männer ein bisschen besser. Und falls er bei Ihnen bliebe, was dann? Welche Zukunft würde Sie erwarten? Laut Statistik hat ein Mann heute eine Lebenserwartung von 75 Jahren, während eine Frau mit 82 rechnen kann. Wenn Laszlo stirbt, sind Sie um die 45? Wobei Sie die letzten 10 Jahre bereits als eine Art Krankenschwester neben ihm verbracht haben werden. In diesem Alter ist es dann fast unmöglich, noch einen Mann zum Heiraten zu finden. Familie, Kinder, Enkel, auf all das haben Sie verzichtet. Laszlo will keinen Nachwuchs. In diesem Punkt ist er unerbittlich. Sie würden also wegen eines Leichtsinns von heute die letzten 4 Jahrzehnte ihres Lebens in absoluter Einsamkeit verbringen. Das wäre doch selbst für eine Buddhistin keine Kleinigkeit. Jana, Ihr Fax hat mich völlig durcheinander gebracht. Und darum habe ich es vorhin Laszlo gezeigt. Es ist schließlich sein Leben. Er hat es gelesen und ist weg. Gesagt hat er kein Wort. Nach einer Stunde Meditation fühle ich mich aber wieder ganz ruhig. Was immer geschieht, ich bin bereit, es anzunehmen. Denn unsere Wege sind vorgezeichnet, sowohl meiner als auch ihrer. Wenn wir leiden, so geschieht das, damit wir innerlich wachsen können. Je größer der heutige Schmerz, desto größer unser späterer Gewinn. Verstehen Sie? Jedenfalls erhält die, für die er sich nun entscheidet, ein Glück, das sie verdient hat. Warten wir also ab, wie Laszlo sich entscheidet. Gegen das Schicksal gibt es keine Waffe, davon bin ich fest überzeugt. Friede. Oh, dieses falsche Maß, wahrscheinlich will sie sich an meiner Verzweiflung weiden. Helen, er hat mich verlassen. Das gerissene Luder hat ihm ein Fax gezeigt, in dem ich sie in aller Demut bitte, ihn aufzugeben. Eine Nacht lang ist er weggeblieben, kein Anruf, nichts. Am nächsten Tag, als ich bei der Arbeit war, ist er dann gekommen und hat seine Sachen geholt. Alle. Und damit ist er direkt zu ihr in den 19. Stock. Nur Sie können ermessen, in welchem Zustand ich mich befinde. Ich habe mich krank gemeldet, sitze Tag und Nacht in diesem verdammten Penthouse herum und weine mir die Augen aus. Ich denke an Selbstmord. Liebe Jana, aber das sind doch nicht Sie, die er verlassen hat. Er folgt seinem biologischen Instinkt. Und der befiehlt ihm, die jüngere Partnerin der Älteren vorzuziehen. Das dürfen Sie auf keinen Fall persönlich nehmen. Und im Grunde ist es natürlich ein Problem Ihres Selbstwertgefühls. Und das kann man kurieren. Stellen Sie sich vor den Spiegel, sprechen Sie mir nach. Ich mag mich. Ich bin wunderbar. Sehen Sie? Es wird schon besser. Kopf hoch, meine Liebe. Sie wissen doch, dass die Zeit alle Wunden heilt.
Liebe Helen, wenn ich nicht so verzweifelt wäre, hätten Sie mich zum Lachen gebracht mit Ihrem Fax. Doch, natürlich sind Sie im Recht. Was habe ich Ihnen angetan? Wie konnte ich dermaßen grausam sein zu einer Frau, die so viel älter ist? Wäre ich diesem Mann doch nie begegnet, wäre ich nie in dieses Haus gezogen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie gedemütigt ich mich fühle. Er hat mich abserviert, sich eine Jüngere genommen. Ich bin Abfall. Helen, Liebe, ich möchte auf Knien zu Ihnen kriechen, um Sie um Verzeihung zu bitten. Und vielleicht sogar um ein bisschen Trost. Ich flehe Sie an, lassen Sie mich kommen. Und wenn es nur für ein paar Minuten ist. Bitte, Helen, ich brauche Sie. Ich werde verrückt. Eifersucht, Wut, Liebe und Furcht zugleich reißen mich in Stücke. Vom Sturm hin und her geworfen, von Kummer zerbrochen. An meinem Wohnzimmerfenster fallen die ersten Schneeflocken vorbei, liebe Jana. Und dabei kommt mir zu Bewusstsein, dass die ja zuerst bei Ihnen gewesen sind. Denn zumindest zur Vorderseite liegen unsere Fenster auf derselben Vertikalen. Im Sommer, als Laszlo noch bei Ihnen wohnte, waren es die Regentropfen, die hier vorbeikamen. Und ich war eifersüchtig, weil Sie sie zuerst gesehen hatten. Während Sie mit ihm am Fenster standen, dachte ich, jeder mit seinem Drink. Im Hintergrund ein bisschen Musik, die Callas, Pavarotti, bei etwas anderem hört er ja nicht zu. Die Vorstellung brachte mich fast um. Doch eigentlich wollte ich damit nur sagen, dass seit Ihrem letzten Fax etwa ein halbes Jahr vergangen sein dürfte. Ich glaube nicht, dass Sie darauf wirklich eine Antwort erwartet hatten. Hätte ich Sie in meiner Couch-Ecke in die Arme schließen sollen? Daneben eine Schachtel Kleenex für die Tränen? Ihre Tränen um meinen Mann? Natürlich war ich die Einzige, die wirklich wusste, wie sehr sie litten. Doch neben allem Mitleid war da ja auch noch dieser unglaubliche Triumph. Manchmal bin ich abends hinaufgefahren, habe ihnen beim Heulen zugeschaut. Jawohl, meine Liebe, jetzt weißt du, wie das ist. Kürzlich habe ich nach einer Ewigkeit wieder einmal bei ihnen vorbeigesehen, entdeckte auf ihrem Luxusbett einen schlafenden Mann mit einer Baseballkappe auf dem Kopf. Eine neue Liebe? Eine neue Liebe, ja. Ein neues Glück. Er heißt Mark, arbeitet seit ein paar Monaten in unserer Firma als Zeichner und ist sogar 4 volle Tage jünger als ich. Hatten Sie nicht gesagt, dass alle ledigen Männer über 40 entweder schwul oder psychopathisch sind? Nun, Mark ist keins von beiden und war trotzdem zu haben. Jedenfalls für mich. Und Sie? Sagen Sie mir nicht, dass Sie noch immer in Ihrer Folterkammer stehen. Der im 19. natürlich. An uns beiden dürften Sie wenig Interesse haben. Jetzt, wo der Sturm vorbei ist, sollten wir uns wirklich einmal treffen, finden Sie nicht? Und sei es nur, um von ganzem Herzen über uns selbst zu lachen. Mein Glückwunsch, beste Jana. Nur das mit der Baseballkappe macht mir Sorgen. Was versteckt er darunter? Sein Ödipuskomplex? In Bezug auf meine Geschichte muss ich Sie enttäuschen. Sie ist noch nicht zu Ende. Und darum bin ich nach wie vor auf meinem Posten im 19. Stock. Doch darf ich Ihnen versichern, dass es auch in diesem Fall langsam ruhiger wird. Nicht einmal Tarotkarten darf sie ihm noch legen. Jedenfalls nicht auf dem Tisch, den ich einsehen kann. Von ihrem Tantra scheint er endgültig die Nase voll zu haben. Wenn er sich ihrer bedient, dann tut er es auf die altmodische Art. Und zwar ziemlich grob. Als ob er sich für etwas rächen wollte, könnte man meinen. Vielleicht dafür, dass er sie ihretwegen verlassen hat? Liebe Helen, Sie werden sich wundern, nach so langer Zeit wieder einmal von mir zu hören. Ich will Ihnen auch gleich sagen, worum es geht. Laszlo und ich waren uns immer einig, dass wir niemals einen Fernsehapparat haben würden. Aber gestern Abend brachte er plötzlich einen mit. Und kaum hatte er ihn eingeschaltet, erschienen Sie auf dem Bildschirm. Das heißt, ich habe natürlich nicht gewusst, dass Sie das sind. Er hat es mir gesagt. Meine Frau, gratuliere, sag ich. Hast du deswegen den Fernseher gekauft, um die anzugaffen?
Wenn ich das will, brauche ich nur den Lift zu nehmen. Und, nimmst du ihn oft, den Lift? Falls das so wäre, ging es dich überhaupt nichts an. Das ging mich nichts an? Nein. Und warum nicht? Weil es, wenn schon, meine Privatsache wäre. Deine Privatsache, eine andere Frau, keine andere Frau, meine. Als das Interview mit ihnen vorbei war, stand er auf und zog seinen Mantel an. Wohin? Frag ich. Ins Restaurant. Allein? Jawohl, er habe Lust auf ein Steak. Ein Steak? Helen, ich muss es wissen. Und darum frage ich Sie ganz direkt. Ihr seht euch wieder, habe ich recht? Bitte, Sie müssen mich nicht schonen. Ich werde es nehmen, wie es kommt, aber ich muss die Wahrheit kennen. Liebe kleine Buddhistin, Sie grämen sich umsonst. Laszlo hat mich tatsächlich in den letzten Wochen ein paar Mal angerufen. Seit unserer Trennung ist ja über ein Jahr vergangen. Er hat mich gefragt, ob wir nicht endlich Freunde werden könnten und so weiter, was man sich eben so sagt. Und nun ja, ich fehle ihm. Aber darauf bin ich nicht eingegangen und ich will Ihnen auch sagen, warum. Ich glaube nämlich nicht, dass Freundschaft zwischen Männern und Frauen möglich ist. Entweder ein Mann gefällt einem, dann gefällt er einem in jeder Beziehung, also nicht nur zum Plaudern. Oder er gefällt einem nicht. Und dann interessiert einen auch nicht, was er zu sagen hat. Trennen lässt sich das kaum. Mit anderen Worten, die sogenannte Freundschaft ist nichts als ein fauler Kompromiss. Ich will Ihnen nicht vormachen, dass ich an Laszlo nicht mehr interessiert bin. Das Gegenteil ist der Fall. Und gerade darum habe ich seinen Vorschlag abgelehnt. Ist Ihre Frage damit beantwortet? Helen, haltet ihr beide mich für blöd? Als ich gestern von der Uni kam, stieg Laszlo auf unserem Stockwerk zugleich mit mir aus einem der anderen Aufzüge aus. Und der kam von oben. Wollen Sie noch immer, dass ihr euch heimlich trefft? Zum Sex natürlich. Sie selbst haben mir erklärt, dass das dazugehört. Und impotent ist er ja nicht. Entschuldigen Sie, aber ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Nicht, dass ich eifersüchtig wäre. Ich meine, Sie könnten schließlich meine Mutter sein. Meine Großmutter beinahe. Doch seit der Sache mit dem Fernseher habe ich Sie dauernd vor mir. Ich träume von Ihnen. Sogar beim Meditieren denke ich noch an Sie. Und dabei stehe ich mitten im Examen. Er ist bei mir gewesen, ja. Doch ich kann Ihnen versichern, dass nichts passiert ist. Dass ich mit einem Mann schlafen will, heißt ja nicht, dass ich mich dann auf ihn stürze. Der erste Schritt hat von ihm zu kommen und den hat Laszlo nicht getan. Wo bleiben übrigens Ihre berühmten Regeln? Alles Leben ist Leiden. Die Ursache allen Leidens sind die Begierden. Erinnern Sie sich? Hören Sie also auf, ihn für sich zu wollen und schon ist Ihr Problem gelöst. Möchten Sie die kleine Nägelkauerin in Ihnen gewinnen lassen? Einfach so? Liebe Helen, gestern sind die Ergebnisse von der Uni gekommen. Gegen alle Erwartungen habe ich meinen Abschluss doch noch bestanden. Abends sind wir dann ausgegangen, angeblich um zu feiern. Und da hat er es mir gesagt, dass es aus ist. Er hätte lediglich gewartet, bis ich mein Examen hinter mir habe. Er liebe mich nicht. Einfach so. Eigentlich habe er in seinem ganzen Leben nur eine Frau wirklich geliebt. Und das seien eben Sie. Und ja, er habe wieder angefangen, sie zu sehen. Er liebe sie noch immer. Und auch für mich sei es natürlich so am besten. Ich müsse mir einen Mann in meinem Alter suchen, Kinder kriegen und so weiter. Jetzt. Auf einmal. Da kann man ihn also nur noch gratulieren. Ihre Strategie war meisterhaft. Geduld, Geduld. Soll er sie doch ficken, die kleine Schlampe. Irgendwann hat er dann schon genug. Und Sie sprechen von Gefühlen, von den Vorzügen der Eifersucht? Eifersucht. Sie haben ja nicht einmal eine Ahnung, was das ist. Ihr habt mich erledigt, ihr beide. Ihr habt mich ausgelöscht. Ich wollte, ich wäre tot. Liebe Helen,
Gestern habe ich sie mit Laszlo unten in der Lobby gesehen. Ihr seid miteinander in den Aufzug gegangen, hieltet euch an den Händen. Was hat das zu bedeuten? Seid ihr wieder zusammen? Und was ist in dem Fall aus unserer kleinen Buddhistin geworden? Erlösen Sie mich, ich vergehe vor Neugier. Beste Jana, es hat ein Happy End gegeben. Jawohl. Laszlo ist zu mir zurückgekehrt. Mit der kleinen Buddhistin war es ein bisschen komplizierter. Ein Selbstmordversuch, wahrscheinlich sogar ernst gemeint. Und seltsamerweise war ich es, die das Schlimmste verhindern konnte. Besser gesagt, ihr Schlüssel. Das letzte Fax, das sie mir schickte, klang dermaßen verzweifelt, dass es mir keine Ruhe ließ. Und darum bin ich dann abends noch in die Folterkammer hinuntergefahren und entdeckte sie auf der anderen Seite auf ihrem Bett. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Zum Glück war es nicht zu spät. Sie soll jetzt bei ihrem Vater leben. Die Wohnung steht jedenfalls leer. Und wie geht's bei Ihnen? Die Baseballkappe ist noch da? Ich muss gestehen, dass ich längst nicht mehr auf dem Laufenden bin. Liebe Helen, dank für Ihr Fax. Sie haben also doch noch gewonnen. Nein, eifersüchtig bin ich nicht. Ein bisschen wehmütig vielleicht. Laszlo gehört nicht zu denen, die man sofort vergisst. Die Baseballkappe habe ich hinausgeworfen. Sie hatten recht. Einen, der mit 40 noch zu haben ist, sollte man auf keinen Fall nehmen. Dieser war nicht bloß neurotisch, er war ein Fall für die Psychiatrie. Seither geht es mir glänzend. Die große Liebe kann mir einstweilen gestohlen bleiben. Im Augenblick interessiert mich ausschließlich mein Beruf. Ich habe mich selbstständig gemacht. Mit dem Bau eines Einfamilienhauses zunächst, dann habe ich eine Grundschule bekommen und gerade gestern wurde mir der Auftrag für eine kleine Feriensiedlung zugesprochen. Ich glaube, dass ich in meinem ganzen Leben noch nie so zufrieden gewesen bin. Und Sie, liebe Helen? Nun, Sie schweben natürlich im siebten Himmel. Mein Gott, war das ein Jahr. Dieser Irrsinn. Ich kann noch immer nicht begreifen, dass wir alle drei überlebt haben. Wissen Sie, dass ich bereits Tabletten gehortet hatte? Meinen Sie nicht, dass wir uns jetzt endlich einmal kennenlernen sollten? Ganz offiziell. Warum kommen Sie am nächsten Sonntag nicht zum Lunch hinauf? Nach allem, was wir durchgestanden haben, könnten wir doch eigentlich Freundinnen werden, oder? Sie möchten also meine Freundin werden, Jana Stern. Nun, die Voraussetzungen werden gegeben. Denn obwohl wir uns eigentlich gar nicht kennen, wissen Sie über mich mehr als jeder andere Mensch auf dieser Welt. Ihnen habe ich die entsetzlichste Zeit meines Lebens zu danken. Sie kennen mein beschämendstes Geheimnis. Sogar gemeinsam gelitten haben wir. Kann man mehr verlangen? Man kann mehr verlangen. Eine Freundin, sind Sie ganz sicher, dass Sie wissen, was das ist? Das ist eine Frau, die einem jede Bitte erfüllen würde, ohne Bedingungen zu stellen, ohne nach dem Grund zu fragen und selbst dann, wenn es für sie selbst ein Opfer bedeutete. Sollen wir sie also auf die Probe stellen, Jana Stern? Ob ich glücklich bin, fragen Sie, du lieber Himmel. Ich dachte, ich hätte ihn verloren. Und jetzt ist er auf einmal wieder da. Ich erlebe ein Wunder. Und trotzdem, etwas hat sich verändert. Liebe, Eifersucht. Es heißt, diese beiden Gefühle gehören zusammen. Ohne Eifersucht keine Liebe, sagt man. Ohne Liebe keine Eifersucht. Doch vor Ihnen kannte ich nur die Liebe. Und dann haben Sie mich in dieses Inferno katapultiert. Eifersucht, so entsetzlich, dass ich nur noch daran dachte, euch beide aus der Welt zu schaffen. Ich erinnere mich, dass ich zwei lange, scharfe Messer kaufte. Warum zwei? Da Sie selbst die Eifersucht am eigenen Leibe erlitten haben, kennen Sie sicher auch die Antwort. Damit sich unser Blut nicht vermischt. Sie kennen sie nicht? Dann waren Sie nicht wirklich eifersüchtig. Damit sich euer Blut nicht vermischt, natürlich. Eifersucht. Erst wenn man so weit unten war, kennt man sie wirklich. Liebe, Eifersucht. Dank Ihnen, beste Jana, kenne ich jetzt also beide. Und darum muss ich Ihnen leider auch sagen, dass die hochgepriesene Liebe neben der verteufelten Eifersucht eine Bagatelle ist. Ein großes, plumpes Wohlbefinden. Aus Liebe strickt man einen Pullover, schreibt Gedichte, schickt Blumen, zeugt Kinder. Aus Eifersucht möchte man nur noch eines töten. Den Geliebten, die Rivalin sich selbst. Und das ist eben schon ein Unterschied, nicht wahr? Darum macht sie eben tatsächlich süchtig, die Eifersucht. Wer sie einmal genossen hat, für so lange Zeit und in so hohen Dosen wie ich, dem wird sie später unweigerlich fehlen. Die Gefühle, die sie einem beschert, sind dermaßen gigantisch, dass sie früher oder später zur Droge wird.
sich nach der Eifersucht mit der Liebe begnügen. Das ist, als ob man einem Morphiumsüchtigen ein Marihuana-Pflänzchen offeriert. Denn die Eifersucht ist eine Bestie, die sich von dem nährt, was sie eigentlich beschützen wollte. Und in dem Maß, wie sie sich vollfrisst, bringt sie dann unsere Liebe zum Verschwinden. Verstehen Sie? Nein. Die Prioritäten verlagern sich. Von dem ehemals so geliebten Mann geht unser Interesse auf die verhasste Rivalin über. Da man, um ihn zurückzukriegen, zunächst einmal sie besiegen muss, ist es nun logischerweise auch sie, auf die man sich konzentriert. Man observiert sie, studiert sie, analysiert sie. Wer ist diese Frau? Wie ist sie? Was macht sie? Was kann sie? Was kann sie besser als ich? Und eines Tages ist der Mann dann nur noch die Trophäe. Wer kriegt ihn? Sie oder ich? Doch wer, Mann, ist es selbst, die ihn bekommt? Diese Ernüchterung. Diese Ernüchterung? Ein Mann, den zur gleichen Zeit zwei oder mehr Frauen lieben, ist ja wie eine Aktie, die über Wert gehandelt wird. 90% von dem, was man an ihm begehrt, hat man in ihn hineinfantasiert. Und darum ist es unvermeidlich, dass er nach dem Triumph über die Konkurrenz auf seinen Nominalwert zurückfällt. Mit dem Verschwinden der Rivalin verschwindet auch er selber. Die Geschichte vom betrogenen Betrüger also. Denn dann hat man ihn. Er liegt wieder neben einem im Bett. Natürlich ist man glücklich. Man hat ja gewonnen, nicht wahr? Man war die interessanteste von allen. Doch dieses Glücksgefühl hält eigentlich nicht länger als das Hochgefühl nach dem Erringen einer Sportmedaille. Früher oder später beginnt man zu betrachten, was man da erobert hat. Es ist vielleicht im Morgengrauen, wie heute früh bei mir. Man stützt sich auf den Ellbogen, schaut ihn an. Und dafür dieser ganze Wahnsinn, denkt man. All das Leid, der Schmerz, die Verzweiflung für diesen älteren Herrn. Sie haben ihn wieder, ja. Er sagt ihnen, dass er sie liebt, dass sie die schönste, begehrenswerteste, gescheiteste aller Frauen sind, dass er nie wieder eine andere berühren wird. Was kann ihnen also fehlen? Bis sie dann drauf kommen. Es ist die Droge Eifersucht, die ihnen fehlt. Zuerst hat ihn seine Untreue die Liebe ruiniert. Jetzt bringt sie seine Treue um die Eifersucht. Und darum hier die Bedingungen für die Prüfung, von der ich eingangs sprach, die Generalprobe für unsere eventuelle Freundschaft. Sie haben mich für kommenden Sonntag zum Lunch eingeladen. Liebe Jana, laden Sie Laszlo ein. Wenn er von Ihnen spricht, und das tut er zuweilen, sagt er, Sie seien eine der erotischsten Frauen, denen er je begegnet ist. Gerade darum sei er ja damals schwach geworden. Ich bin also fast sicher, dass er Ihre Einladung trotz aller Schwüre annimmt. Jana, bitte, nur dieses eine Mal. Ich muss ihn noch einmal in den Armen einer anderen sehen. Und wer außer Ihnen käme dafür in Frage? Tragen Sie Ihre schönsten Dessous. Die roten, ich glaube, die waren am wirkungsvollsten. Bei ihm und bei mir. Und dann machen Sie alles so wie früher. Denn wenigstens ein letztes Mal muss ich es noch erleben. Diesen entsetzlichsten aller Schmerzen, diese schrecklichste aller Qualen, dieses jede Vorstellung übersteigende Glück der Eifersucht. Jana, Liebste, meine Freundin, meine Schwester, meine Mörderin, würdest du das für mich tun? Eifersucht. Drama für drei Faxmaschinen von Esther Villar. Es sprachen Helen Marlen Diekhoff, Jana Marion Breckwoldt, Iris Marisa Lühle. Technische Realisation Annette Mattheis und Ulrich Speicher.